Buenos Tardes, bienvenido, hola, willkommen am Fuße des Pico Orizaba oder Citlaltepetl, jetzt auf einer Höhe von etwa 4650 Meter, Gipfel im Hintergrund, leider viele Wolken, aber wenig Wind. Heute sind wir von La Chichuca mit einer abenteuerlichen Skifahrt aufgefahren aufs Basislager Pietra Madre auf ca. 4200 Meter. Nun bin ich auf einfachem Wege auf einer Akklimatisationstour und habe den ersten Sporn erreicht. Komme hier leider ohne Führung nicht weiter. Es geht jetzt durch ein Felslabyrinth. Ich weiß nicht, ob man das im Hintergrund sieht. Der gesamte Aufstieg wird beginnen heute Nacht, ca. 1 Uhr, bis zum Gipfel etwa 8 bis 12 Stunden, sodass das Ganze vielleicht nach insgesamt 14-15 Stunden erledigt sein müsste. Bedingungen sind gut. Ja, ich fühle mich, me siento más o menos bueno. Etwas Magenprobleme, aber das wird vorbeigehen. Ja, jetzt kommt der Gipfelgletscher zum Vorschein. Ich versuche das mal zu filmen. Ja, Wetter ist gut, die Verfassung wird passen. Dann hasta mañana. Ca. 4200 und arme Bergsteiger im Abstieg. Vielleicht haben sie den Gipfel erreicht, man weiß es nicht. Dem Tempo zu urteilen, dürften sie am Ende sein, so wie ich morgen. Nur ein Schwenk. Yeah! Yo, baby! Oh, yeah! Good job!